Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Genau. 6. Wir könnten in Robotik investieren. Oh, what the fuck? Der Zombie hat gerade einen Dreifachschaden-Schleichangriff mit dem Bogen überlebt. Und ich krieg nur 1000 XP von dem. Danke dafür. Ja, manchmal verstehe ich auch nicht. Die Gegner sind so nicht schnell tot, sondern ewig lange über. Aber der gleiche Zombie ist gerade instant gestorben mit einem Pfeil. Hä? Ja. Wie bitte? Was? Moment. Man muss. Oh. Kommt der Hund auf einmal her. Oh, Blutung. Hätte doch irgendwo was gegen Blutungen. Ja. Ist, ja. Stimmt. Hier ein paar Häuser looten, wenn man schon dabei ist. Und schon wieder ein Arm gebrochen. Flucht. Here's Johnny. Grüß Zombie. Oh, hallo Hühnchen. Hier Fett und Knochen. So, was haben wir noch? Baumwollsamen. Essen kann ich im Moment nichts. Aber essen, da brauche ich mal wieder was, ey. Ich nehm ja nie was zu essen mit irgendwie. Ja. Musst du aber. Leider. So. Headshot tötet direkt. Den dicken leider nicht. Der braucht sogar drei Pfeile in den Kopf. Dann ist er auch tot. Und Pfeile kriege ich ja teilweise wieder. Das ist immer noch recht schön. So. Okay. Hey, Jackass, can I lighten that backpack up? I'd shake your hand, but I bet you got dysentery the way you smell. Helmlechtmord oder Bauplan für Panzerplatten. Ich würde ja die Panzerplatten nehmen, oder? Es ist nur eine Panzerplatte im Mod. Ach so, oh. Ich glaube, ich nehme die Lichtmod. Also die Helmlichtmod. Die ist ja fertig. Hm. Ja, okay. So, Inventar ansehen. Kaufen. Now that we're done doing business, get out of my store. Gut, gut. Hier verändern. Und die Mod drauf. Gut. Inventar, was hat der so Schönes dabei? Ah, die Dings ist nicht mehr da. Echt? Ah, ja, Emmy. Wow. Genau so. Dann, wenn man es bräuchte. Zap Supermais? Oh, Hilfe, wieso sind hier so viele? Stirb Zombie. Stirb Zombie.
Stirb, Kartoffel. Stirb, Kartoffel. Stirb, Zombie. Stirb, Zombie. So, gibt es Sachen, die ich verkaufen will? So. Noch schnell einen Raum geklärt und 5000 XP bekommen. Sehr schön. Ja, wirklich sehr schön. Und in diesem Raum ist halt absolut nichts zum Looten. Das ist wirklich toll, muss ich sagen. Also, hey. Was hat das Ganze jetzt gebracht, bitte? Hier ist so viele Zombies reinzutun in den Raum. Ah, okay. Man muss noch ein bisschen Holz zerstören und dann ist da guter Loot. Okay, wenigstens etwas, oder? Zwei versiegelte Kisten, eine Tasche, wo Pisse drin ist. Ein Haufen Munition. Mal sehen, was ist hier drin. Stahlwerkzeugteile, geschmiedetes Eisen. Eine verstärkte Truhe, die ich knacken muss. Uiuiui, jetzt wird's interessant. Ja. Wo natürlich wieder ein Dietrich zerbrochen ist. Wuhu. Wo zwei Dietriche zerbrochen sind. Wo drei Dietriche zerbrochen sind. Oh. Und vier. Und fünf. Sechs. Alter. Ich habe keine Dietriche mehr. Okay. Wir können ja welche machen, aber... Nee, ich zerstöre jetzt die Box einfach. Hat nur 6000 HP, das dauert nur ein paar Minuten. So. Das kommt nicht hier hin. Die Box hat nur noch 2500 HP. Das kann nicht mehr lange dauern. Bitte haben Sie Geduld. Ja, ich habe Geduld. Das ist schön. Nicht wahr? Ja. Oh, ich muss essen gehen. Muss ich mal heilen gehen? Das geht noch. This is but a scratch. This is just a flesh wound. Genau. Mehr machen. So, die Truhe ist auf und es ist drin. Ein Bauplan taktisches Sturmgewehr, das gebe ich dir. Ein Bauplan Schmelztiegel, das gebe ich dir auch. Ein Handgriffmod, Verbandskasten, Eisenstiefel und 57 9mm Schüsse. Ja, damit kann man etwas anfangen. Definitiv. Kartoffeln kommen nach oben.
Das auch. Das sind Samen. Das sind keine Samen. Boden. Hülse. Samen, Samen, Samen. Gut. Oh. Da hat sich die Pause ja schon fast gelohnt. Was hat sich schon fast gelohnt? Das Haus hier, wo ich reingegangen bin. Also. Warte, wo ist die Haustür? Wie bin ich hierher gekommen? Magie? Magic. Nee, da ist die Treppe. Magic the Gathering. Ich esse gleich. Oh, da geht's wieder nochmal nach oben. Muss ich auch mal nachschauen, was da oben noch so ist. Ein Rucksack hinterm Bild. Mit Schmerzmittel drin. Das ist schön. Ja, ja, ja. Das ist wirklich schön. Oh! Oh, verdammt, ich habe vergessen, Dings zu aktivieren, so dass man sehen kann, wo es runterfällt. Oh, verdammt. Ja, nächstes Mal. Okay, ich habe jetzt noch nicht mal rausgeschaut, dass ich überhaupt sehe, wo es überhaupt irgendwo ist. Hast du den Ort gemerkt ungefähr? Ich bin drinnen, ich sehe es auch nicht. Ah, verdammt. Ich bin hier auch gerade im Haus. Und trotzdem ist gegen mich, das heißt, auch schon ist gerade schwierig. Ja, das glaube ich dir. Und Ausdauer, mach schneller. Hallo Zombie, geh weg. Hey, geh weg. Oh, hier kann ich rausschauen. Ich bin auf dem Dach und ich sehe nicht. Verdammt. So. Ich bin weit oben auf dem Dach und ich sehe nichts. Verdammte. Nee, ich habe absolut keine Ahnung, wo das Ding runtergefallen ist oder wo es runterkommt. Mhm. Shit. Muss dann halt beim nächsten Mal anmachen. Ja. Leider. Oder sehen, haben wir Schmerzmittel? So, was ist jetzt noch an Loot? Loot, Loot, Loot. Nichts, nada, niente. Termin. Echt jetzt? Aber Antibiotika so haben wir nichts. Mal Honig. So, hier gibt es dann nochmal ein Stockwerk. Oh, Bücherregal. Bauplan Lederrüstung. Ich hoffe, den hast du noch nicht, weil ich habe den schon gelernt. Ja. Wo habe ich jetzt schon wieder mein Fahrrad geparkt?
Eine Kartoffel. Da habe ich mein Fahrrad geparkt. Yay. Dann mache ich jetzt mal über die Quest zu Ende, bevor ich hier noch die anderen Häuser durchsuche. Ja. Aber weil es eine Stufe 2 Quest ist. Da darf ich nicht vergessen, dass ich erst mein Inventar leer mache. Aber, ich kann ja mal so mein Fahrrad reintun. Mensch. Ja. Schlau muss man sein. Schlau muss man sein. Das habe ich vorhin auch benutzt, als ich keinen Platz mehr hatte und dachte, scheiße, ich muss zurück. Und dann, ich habe doch noch einen geilen Fahrradplatz. Rein. Dann noch über, dann gehe ich noch mal schnell zum Händler. Ich zähle gerade mal ein Hühnchen für ein paar Federn extra. Dass man wieder ein Fallett draus machen könnte. Das ist gut. Ja, verdammt. So. Oh, doch, da muss ich noch mal ein Zombie. Trader Joe's. Don't guarantee a thing. Ich weiß nicht, mit dem Bogen traue ich mich einfach nicht, irgendwelche Headshots zu machen. Einfach weil ich sonst denke, dass ich überhaupt nicht treffe. Okay. Bogen ist auch wirklich nicht sehr genau. Ich glaube, das kommt mit der Zeit, also je mehr Punkte du in die Perks investierst. Naja, das ist schon klar. Ja, yep, so ein Dicker braucht 3 Headshots, bis er tot ist. Ja. Der hat was im Fleisch. So, und ich bin beim zweiten Händler. Und hey. Hat der was? Na, ich bin noch nicht drin. Ich bin jetzt erstmal vor seiner Tür. Okay. Und jetzt zurück nach Hause. Hier ist ein Zombie. Ja. Hey, ich habe den Zombie getroffen. Gesniped. Sehr gut. Oh wow, den seine Regale sind halt einfach fast leer. 2 Eisenrohre, das war's auf den seinen Regalen. Geizkragen, du. So, absteigen. Überlegen. Das Trinken mitnehmen. Das ist wichtig und der Futter. Das ist der Runde, ist etwas anderes. So.
es gibt 10 Nahrung. So, und behalten wir Bananenbrote, Maisbrot. Einmal so. Gut. Bin ich mal bereit für ein bisschen um die Häuser zu ziehen. Mach das. Ach, ich krieg für unseren Trader gar nicht mal jetzt eine Belohnung, weil ich den einen gefunden habe. Ich habe jetzt nur EP von den zweiten Trader bekommen und das war's mit der Mission. Wow. Okay. Nicht nett. Nee, nicht so wirklich. Absteigen. So. Bevor wir reingehen, natürlich alles durchsuchen. Hier irgendetwas versteckt ist, das von Wert ist. Ich glaube, wir hier schon mal waren. Okay, hier waren wir schon mal. Ich glaube, wir waren sehr gründlich. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Beides. Es ist schlecht, weil ich hier nicht durchsuchen kann. Und gut, dass ich es nicht nochmal durchsuchen muss. Verstehst du? Ich verstehe. Sehr gut. Gut, dann fangen wir an. Oh, ein Werkstattwagen. Was ist da drin? Ah, ein paar Teile. So. Ein Zombie hat mal wieder was gedroppt. Sehr gut. Munition, geschmiedetes Eisen und Dosennudeln. Ja, meine Lieblingsnudeln. Alles, was zu essen ist. Dosennudeln. Diese Scheißwichser. Dass wir hier nirgends Antibiotika finden. Ich habe schon lange nichts mehr gefunden an Antibiotika. Haben wir jemals irgendetwas an Antibiotika gefunden? Ha, gute Frage. Ich weiß es nicht mal. Doch einmal. So, ich glaube, das sollte ausreichend sein. Ja, komm her. Thank you.
Ja, komm her, du. Oh. Ich liebe es, wenn die Köpfe zerplatzen. Du bist bei den Zombies, ja. Ja, natürlich. Oder sonst. Achso. Ne? Genau. Mal sehen. Würde ich da. Könnte ich hier gut investieren? Dann hätte ich schon Iron Man. Eine gute, schwere Rüstung. Hey, mein gebrochenes Bein ist endlich komplett verheilt. Yay! Das ist gut, würde ich sagen. Das ist sogar sehr gut. So. Was ist das? Wir können Benzinkanister erlernen. Laden rein und dann grummelst du aus jeder Ecke raus. Ja, aber schön, dass die Zombie alle nerven. Gut. Dann haben wir hier Nägel. Das ist Munition. Ja. Oh, hier gibt's auch viele Werkzeugkisten. Oh, Dietriche, yay. Yeah. Oh, wow, sonst sind nur Nägel drin, die ganzen Werkzeugkisten. Warte. Minno. Ja, so viel sag ich auch. Aber dann hat der Zombie hier wieder was gedroppt. Steroide. Und das ist eine Krankenschwester. Oh, und hier ist eine Schlange. Was gibt's denn hier sonst noch so? Was in der Regal? Oh, Dietrich. Yay. Einkaufswagen voll Pisse. Sehr schön. Ist er? Ich sage jetzt einfach zu schmutzigem Wasser in diesen Flaschen, sage ich jetzt einfach Pisse dazu. Okay. Ganz ehrlich, es ist nichts anderes. Es ist gelb. Also, was soll es sonst sein? Gegen diese Logik kann ich nicht dann kämpfen. Übers Wasser. Es ist gelb. Es ist einfach gelb. Warum? Oh, Hund. Geh weg. Dreck. Danke. So. Geht zum Händler.
Und los geht's. Whee! Freue mich, wenn wir die kleinen, was sind die, Mini-Motorräder und so haben. Oh ja. Das müssen wir nicht auf die Ausdauer achten. Das ist schön. Aber die haben immer mehr Platz. So dass du immer wieder mehr Sachen mitnehmen kannst. Was echt schön ist. Ja, wenn du mit dem kannst, ist das besser. Dieses Schotthof ist teilweise echt gutes Zeug drin. Schön. Ja. Oh, ein Häschen. Komm her. Pieks. No. Cha-ching! Thanks, buddy. Ja, bitte, bitte. Ich hatte mal überlegen. Oh, scheiße, wie aussehen. So, wieso war jetzt hier so viele Zombies? Das heißt, hier muss auch irgendwo was Gutes an Loot sein. Aber hier ist nichts. Oh, Rezept. Kürbiskäsekuchen. Das nehme ich dir mit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also vielleicht doch was Gutes gewesen hier. Und hier ist noch eine Werkzeugkiste, die ich übersehen habe. Mit den Dietrich drin. Na, immerhin. Genau, das hier kann ich nicht reparieren, sondern zerlegen und das hier eigentlich auch. Und jetzt Inventar anschauen. Hat ja. Wo habe ich mein Fahrrad schon wieder abgestellt? Ich brauche echt einen Fahrradtracker. Verdammt, wo steht's? Ja. Fahrrad? Hallo? Ja, das ist ein Bauplan. Well, how about you browse your ass right out of my store? Ja, ja, ich bin auch schon aus deinem Store. Dann gehen wir hier raus. Oh, und ich sehe gerade, wir haben schon die 30-Minuten-Marke erreicht. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.